Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, das ist bereits Folge 328 und warum stehe ich hier rum? Stehe hier rum, weil das hier steht. Genau, das ist ein Metalltor. Ich gehe zuerst in den Shop, damit ich das nicht vergesse, zeige euch das gute Stück hier einfach mal. Sollte ich dann vielleicht auch auf die richtige Position gehen, wie Diverses zum Beispiel. Da sehen wir es. 950 kostet das, Metalltor. Da kann ich leider nicht lesen, woher das kommt. Und hier kann ich es dann einfach so platzieren, irgendwo hinsetzen und investiere die 950. Jetzt haben wir natürlich eine kleine Quizgeschichte. Ihr seht euch jetzt diese Aufhängung dort an. Ihr seht die Aufhängung dort an. Und jetzt ist die Frage, zu welcher Seite klappt das Tor auf? Na, was meint ihr? Und wenn ihr links oder rechts getippt habt, liegt ihr falsch. Genau, das fährt nämlich nach unten in den Boden. Das ist der ganze Trick. Das sind nämlich einfach nur Führungshebel gewesen. Hier sieht man auch richtig schön wo die Führungsbolzen drin hin und her fahren. Und wenn ich wieder drücke hier, Maustaste, dann kommt das gute Stück wieder hochgefahren. Was natürlich ein bisschen fehlplatziert ist, möchte ich jetzt einfach mal so sagen, ist der Sound. Ne? Ich meine, knarrendes Holztor, da hätte man eher irgendwas Metallisches haben müssen. Das Holztor ist nicht ganz so passend für was mit Metall im Betonboden verschwindet. Oder in einem Metallsockel, oder Metallsockel ist ja schon, in einem Betonsockel verschwindet. Ne? Aber hier schön, ist jetzt eine kleine Stufe, das Ding passt sich schön an, wie ihr selber seht. Hier, ne? Guckt also nicht irgendwie raus, dass man hier eine, klar, man hat eine minimale Kante, wo man überhin hüpft sozusagen. Ne? Aber sonst finde ich schon sehr gelungen, muss ich sagen. Schönes Ding, warum nicht? Ne? So. Wir hüpfen weiter, sehen hier gerade einen fahrenden Zug, hüpfen und steigen hier mal eine Runde aus. Sind hier eingekeilt, laufen hier einmal außen rum, marschieren hier hin und suchen uns die nächste Mod. So, das hier ist ein ziemlich gewichtiges Mod, muss ich zugestehen. Das hier ist nämlich ein Lemken, den wir hier sehen, nämlich ein Kristall 9, 350, glaube ich. Das ist ein Grubber, ne? Seht ihr hier? Ist sehr ausladend nach hinten. Also das hier ist eine 7er Serie Massey Ferguson. Ich mache das gute Stück mal an. Und dann wisst ihr gleich, was ich meine. Ich koppel ihn ab, ich koppel ihn an. Und dann seht ihr, ne? Also selbst ein Gerät in der Gewichtsklasse sollte das gute Stück hier eigentlich nur mit dem Gewicht bewegen. Ne? Ich lasse das gute Stück mal ab. So, das ist selber. Funktioniert wunderprächtig. Auch richtig schön mit so einem leichten Ansatz, dass er reingeht. Und es ist ja auch, wie ihr hier seht, auch alles schön animiert und funktioniert. Ja, ne, Traktor in der Gewichtsklasse hat Probleme mit einer Arbeitsbreite von 3,50 Meter. Ihr seht ja, da kommt er vorne hoch. Also es ist schon, ne, klar, es geht natürlich sehr weit nach hinten raus. Das ist eine ganz andere Hebelwirkung, ne. Aber wie gesagt, das gute Stück, wenn ihr es dann richtig in Einsatz sehen wollt, ich habe ihn jetzt hier nur stehen, deswegen habe ich da nichts groß dran gemacht, sollte eindeutig ein Gewicht kriegen. Den Tipp können wir geben. Wir gehen auf Grubber, wir gehen hier ganz ans Ende. Da seht ihr Lemken Kristall 9350, habe ich sogar richtig geraten. 17.150 kostet das gute Stück, braucht 125 PS und 48 Tonnen. Nein, das ist natürlich jetzt gelogen, aber man sollte schon, ich sag mal, ein gutes Tonnengewicht, tippe ich mal, sollte vorne dran sein bei dem Traktor, bei noch kleineren Traktoren. Möchte ich da gar nicht erst von reden. Ja, farbwahlmäßig, wir haben die Lemken Originalfarbe hier einmal. Und das ist es dann auch. Aber ich finde die Mod trotzdem ziemlich gelungen. Sieht so texturenmäßig und sowas mit den ganzen Schraubengeschichten, ne, auch alles ganz okay aus. Vernünftig beschriftet, was will man mehr. So, damit haben wir schon zwei Mods und wir rennen schon wieder weiter. Hier vorne haben wir nämlich die nächste. Und da sehen wir, John Deere 90 steht dran. Ne? Ich weiß gar nicht genau, wie die Typenbezeichnung ist. Das sehen wir jetzt aber beim Einsteigen. Es heißt auch hier nur John Deere 90. Und ist ein Kompaktlader. Wer hätte das gedacht? Hier haben wir das gute Stück. Ich mache hier hoch und runter. Kann ein bisschen links und rechts fürs Kippen. Ne? Und das ist es dementsprechend. Wenn wir hier die Hilfe ansehen, seht ihr selber, es ist halt nur eine Einzelsteuerung. Wir haben jetzt auch keine super ultra special Effects, die wir extra anmachen können. Sondern wir haben schön Licht nach vorne, Licht nach hinten. Und das ist auch alles, was er braucht, finde ich. Wenn wir uns das ganze gute Stück von innen angucken, eher spartanisch, ne? Also man hat da irgendwie keine große Technik, ihr seht selber hier die Stufen, ne? 1, 2, 3, 4 und dann hier die beiden Hebel auf der anderen Seite und noch so ein bisschen Zusatzhebelchen und im Groben sind wir dann da schon mit durch, ne? Also bedientechnisch einfach gehalten. So, ja, ich würde sagen, ich mache mal das hier aus und wir machen mal einen kleinen Motortest.
Ne, man sieht beim Vor- und Zurückfahren schön die Reifen durchdrehen und alles. Und er scheint auch, wenn man sieht, was er so rausbußt, eine kleine Dreckschleuder zu sein. Ob es in echt ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, ob es ihn in echt gibt. Falls es ihn in echt nicht gibt oder es ihn gibt, könnt ihr natürlich gerne das mal im Kommentarbereich schreiben. Und die Rundumleuchte funktioniert hinten natürlich auch noch, haben wir auch gesehen. Das gute Stück zeige ich euch natürlich auch im Shop. Finden wir dann auch unter den Kompaktladern. Und falls ich es noch nicht gesagt hatte, diese Mod hier, die Mods, die ich hier zeige, sind wieder mal für alle. Also wir sind bei einer Ausgabe Mods für auch die Xbox One und die PlayStation 4. 25.000 kostet das gute Stück, 71 PS hat es. Ne? Das ist es, ihr seht das im Verhältnis gesehen zu den anderen beiden. Damit liegt er eigentlich im ordentlichen Bereich, ist eigentlich sogar ein Schnäppchen. Allerdings muss man sagen, dass die beiden auch etwas moderner wirken. Ne? Ja, was ihr jetzt hier noch seht, das kann ich euch im Shop auch besser zeigen, das ist so die Normalvariante. Wir haben einmal die Variante Warndreieck, ja, nein, das ist das gute Stück hier hinten. Und wir haben zusätzlich auch noch hier, das hatte ich nämlich, die Gittervariante, die sogenannte Force-Version. Und wir hätten auch die Felgenfarbe auch noch auf mehr Schwarz rücksetzen können, dann wäre nur die, ne, der Mittelpart gelb gewesen. Das hatte ich jetzt allerdings nicht gemacht, aber ihr seht selber, die Force-Gitter-Version habe ich hier gemacht. Ja, finde ich schon sehr interessant, wenn man sonst auch nochmal guckt, die technischen Angaben sonst anzeigen sind oben. Allerdings, wenn ich jetzt hier, ne, da seht ihr auch, dass sich da die Pfeilgeschichten auch bewegen. Und ihr seht da oben, das hatte ich mich vergessen zu zeigen, auch, dass die Lichtreaktionen in den Knöpfchen oben da sind, weil das sind die Lichtschalter. Man sieht diese Kippschalter und das Lichtzeichen da drunter. So, aussteigen und zur nächsten Mod. So sieht's aus. Und da stehen wir auch schon vor der nächsten Mod. Weil Sally, wir sind bei Hängern. Und zwar eine Mod, zwei Hänger. Wie ihr seht, hier sonst eigentlich ganz okay, vernünftige Beschriftung. Wir haben die Schotten oben drauf. Ihr könnt euch genau vorstellen, wie die Variante ohne den Aufbau aussieht. Nämlich einfach das Gelbe da oben drauf nicht. Das wäre halt die normale Zwei-Achs-Variante mit dem, mit der Leiter und sowas. Die ist normalerweise fest dran. Hier auch schön. Die Hydraulik, alles passend natürlich in den richtigen Farben auch. Und hier haben wir auch schön mit den ganzen Beschriftungen hinten dran, wie ihr seht. Hier, das ist die große Variante. Das ist der Vierachser dann sogar. Ne? Extreme, wie ihr seht, 9400er Typenbezeichnung. Ich weiß gar nicht, stand hier eine Typenbezeichnung dran? Ich glaube nicht. Ne, sieht auch keine dran. Ja, hier habe ich auch den Traktor vorgelassen, dass wir hier mal gucken können. So sieht das gute Stück aus. Wenn ich das Abladen anmache, dann seht ihr selber, hier oben wird schön außen über die Abdeckung das alles über hingeführt. Ist auch nicht, dass da irgendwas im Weg ist und sowas. Und auch die Schotten hier oben sind an der Abdeckung mit dran. Ich mache das jetzt mal wieder zu. Ihr seht selber, wie es gekippt hat. So, und da seht ihr, dass es da alles wieder sauber über hingeht. Ne? Und hier auch außen so dran gesetzt ist. Also das ist schon soweit schon ganz okay gemacht. Wenn wir Licht anmachen, klar, hier unten die Lichtgeschichten funktionieren natürlich auch mit. So, hatte ich noch vergessen, die Hilfevariante anzumachen. Wir können hier natürlich dann, wir können hier noch die Abkippseite dementsprechend noch sagen. Und nämlich, wir können auch hier hinten, das habe ich vergessen, über den Kornschieber das Ganze abladen. Ne? Das wäre halt dann noch die zusätzliche Variante. So, ja, also, wunderschönes Gerät. Die verschiedensten Varianten davon zeige ich euch natürlich jetzt hier im Shop. Da haben wir das gute Stück schon. So. Ne, das ist der 140, wie wir gerade sehen. 22.000 ist der Grundpreis für die 27.000 Liter Variante. Das finde ich, das dadurch ein sehr schönes Gerät, so im mittleren Einstiegsbereich. Wir haben hier verschiedene Farbvarianten, die wir machen können. Einmal das Grundkorpus an sich, einmal die Felgen an sich und die Designfarbe ist die Beschriftung. Wie ihr seht, können wir auch hier schöne Kombinationen draus machen. Ne, hätte ich jetzt hier noch, was weiß ich, da schwarz draus gemacht, hätte es gleich ein ganz anderes Bild gegeben und sieht sehr gut aus. Wir haben noch mit Michelin und Trelleborg noch zwei Reifenvarianten zur Auswahl und dann kommen die Schotten dazu. Die sind dann in der Design, also in der Farbe der Schrift mit angepasst. Ne, ihr seht also aus den, ne, fangen wir mal an, 27.000 und dann 31.000 Liter, das ist halt die Aufbauvariante. Und dann liegt er bei 25.900, selbst mit Lackierung und allem drum und dran. Was ich finde, ist ein sehr guter Preis in dem Bereich. Ne? Also wenn wir sonst sowas Vergleichbares gucken, sind wir bei 35.000. Damit ist das mehr so die Schnäppchenabteilung. Bei den größeren Kalibern hier sind wir bei 40.000 Liter Grund, können dann auf 53, auf 55 und dann nochmal auf 68 aufgehen. Was ich hier sehr gut finde, ist, dass wir einmal, oh, das war ein bisschen viel,
So, dass wir einmal ohne Schotten das Ganze haben. Dann haben wir einen Hilfsschott sozusagen. Bei der nächstgrößeren Stufe wird dann allerdings ein festes Schott wieder verbaut. Und dafür gibt es dann auch wieder einen Hilfsschott obendrauf. Finde ich auch sehr gut gemacht. Farben haben wir hier natürlich genauso zur Auswahl. Ich kann das auch, ich mache das jetzt mal extrem hier. So, jetzt haben wir das Ganze in Pink. Juhu. Nein, also das geht natürlich dann auch. Und wir haben hier noch die Möglichkeit, noch die Beschriftungsvarianten zu ändern. Flagge, färbbare Dekals, also die Beschriftungsgeschichten hier, lässt sich einmal hin und her schalten. Bei der Farbe jetzt würde das andere allerdings nicht wirken. Ja, also wer möchte, könnte natürlich hier auch einen schönen großen pinken Anhänger machen und würde auf 68.000 Liter kommen bei nur 45.400 im Preis, was ihn natürlich dann sehr günstig macht. Also die beiden Kombinationen hier, dann ist man mit mittleren und höheren schon sehr gut abgedeckt, muss ich sagen. Weil wenn wir sonst was gucken in dem Bereich, gucken, das ist die LKW-Variante, erheblich teurer. Hier ist ein Alleslader, 52.000 für 65, wie ihr seht. Ne? Also wie gesagt, finde ich super gelungen, sieht soweit auch sehr gut aus und ja, warum nicht, ne? Schönes Ding. So, dann kommen wir jetzt als letztes zu einem Traktor. Das ist ein Traktor aus dem Verbindenden Mods-Team, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. 7R-Variante. Und das hier ist eine Variante, die gab es in der Form schon mal für normal. Ne? Und jetzt ist es hier die Mod-Hub-Variante, die einfach dann auch für die Konsolen mit verfügbar ist. Und damit also hier viel bietet. Wir sehen hier, ich habe Reifen extrem mal gemacht, Doppel-Zwillingsbereifung. Ich habe auch hier die breite Schutzblechgeschichte gesetzt. Ich habe die... hier alles in Kommunalfarben gemacht, selbst ne, der Star-Bereich hier oben, alles in passend orange eingefärbt. Ne? Hier zeige ich euch zuerst auch mal die Shop-Variante, weil meistens, wenn ich die Testfahrt am Schluss mache, vergesse ich noch, den Shop zu zeigen. Deswegen sehen wir es hier, 7R-Serie, 208.000 ist der normale Grundpreis. Hier seht ihr die Standardfarben, wir haben hier die Möglichkeit, das Ganze in Weiß, Beige oder Black zu machen. Ich mache jetzt aber mal hier das Ganze in Beige. Hier können wir auch eine Black Beauty draus machen, die Felgen in schwarz. Na ja, komm her, dann machen wir den auch in schwarz. Dann hätten wir die Black-Variante davon. Wir haben mit Trelleborg, Michelin, Mitas auch diverse Reifen drin. Dann natürlich Breitreifen, normale Reifen mit Gewichten, Zwillingsbereifung, nur hinten oder vorne und hinten. Das habe ich draußen hier auch dran. Und dann kann man die Warntafeln auch entweder haben oder nicht haben, je nachdem, wie man es denn gerne hätte. Und... Heckschutzblech, seht ihr selber, haben wir hier die Verbreiterung dementsprechend. Ne? Das ist auch das, was ich euch da drüben gezeigt hatte noch. Wenn wir jetzt hier noch weiter runter gehen, haben wir natürlich hier noch die Terminal-Geschichte. Das sehen wir jetzt gleich, wenn wir in den reingehen. Und die Motorausführung zwischen 269, da steht es jetzt nicht bei, 290, das ist immer die Silver Edition, keine Ahnung, was das dann ist. 305. 332 und 352 PS. Ne? Das sind halt die Stufen dementsprechend. Achso, es ist die Beschriftung. Hätte ich auch drauf kommen können. Ne? Also man kann bei der Black Beauty in groß natürlich dann ja auch die Silber-Schwarz-Beschriftung nehmen, damit man es passend dazu hat. Und wir haben den Alu-Frontlader hier noch mit anzubieten. Ne? Ja, also wie gesagt, sehr viele Einstellmöglichkeiten, sehr viel zu machen. Ne? Ihr seht hier selber, die Frontlader-Variante habe ich hier mit angebaut, die Zwillingsbereifung, allen drum und dran. Lichttest ist eigentlich bei so einem Gerät schon fast überflüssig. Das funktioniert natürlich einwandfrei. Wenn wir uns das Ganze von innen angucken, sehen wir, ne, da das Terminal dementsprechend. Und wenn ich hier den Motorbereich anmache, dann sehen wir, dass das alles dementsprechend auch angeht. Und wenn ich dann hier Licht anmache, sehen wir auch im Konsolenbereich hier natürlich, dass die Knöpfe dann beleuchtet werden. Ne? Wenn ich hier die Hilfe drücke, dann kann ich... Ne, das ist für die Frontlader-Variante, glaube ich, denke ich, oder? Ne, es ist die Heckscheibe, hatte ich glatt vergessen. So, Heckscheibe lässt sich hier dementsprechend öffnen. Ne? Und es lässt sich die Fahrertür öffnen. Das ist halt, wenn ich die Mausbewegung bei doppelt gedrückter Maustaste, also linke und rechte Maustaste gedrückt halte, links und rechts oder hoch und runter bewege, dann machen wir natürlich auch noch dann die Klappen damit auf. Also eine schöne Zusatzmaussteuerung noch mit dabei. So, ich mache ihn jetzt nochmal wieder aus. Macht auch das Licht mal aus und dann bin ich jetzt mal ein Momentchen still und dann werden wir mal hier den Motortest machen.
Ja, was soll man sagen? Funktioniert einwandfrei. Motor wieder aus. Im Shop gezeigt habe ich ihn. Und ja, was soll ich sagen? Es ist die letzte Mod für heute und deswegen ja, sind wir durch. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich natürlich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre natürlich klasse. Dann sage ich vielen, vielen Dank für die Unterstützung und ja, bis morgen.